Vielleicht kennst du das. Manche misshandeln ihr Kind, weil sie denken, sie härten es ab, damit es später im Leben besser klarkommt. Sie kennen sich aber nicht wirklich mit dieser Psychologie des Menschen aus, dass das, was das Kind als kleines Kind erlebt hat, an Emotionen, die schwierig waren, an Situationen, die es nicht ertragen konnte, aber es wird wirklich hart. Was heißt denn hart? Hart heißt Emotionen wegdrücken und einfach nur funktionieren. Vom Nervensystem sind wir in einem Kampf-Flucht. Modus. Das sind meistens die Jungs und die Mädchen sind meistens in einem Erstarrungsmodus. Und sie funktionieren natürlich, aber ihr Nervensystem steckt fest. Und wenn sie älter werden und in Beziehungen sind, sind sie weiterhin in diesem Erstarrungsmodus und lassen sich Dinge gefallen oder sind in einem Kampf-Flucht-Modus und sind ständig nur am Kämpfen. Das heißt, sie tun ihren Kindern damit gar keinen Gefallen. Sie tun ihren Kindern einen Gefallen, wenn sie dafür sorgen, dass sie in einer Umgebung aufwachsen, wo sie sich sicher fühlen, in ihren Gefühlen, in ihrem Denken, in ihrem Sein. Weil dann kann sich in ihrem System Sicherheit etablieren. Und damit werden sie später, wenn sie erwachsen sind, Menschen anziehen, die sicher sind, Situationen anziehen, die sicher sind. Bevor wir also zu streng sind mit unseren Kindern, weil wir denken, wir müssen sie erziehen, und dabei machen wir sie eigentlich nur kaputt. Und sie leben dann ein Leben, was nicht wirklich glücklich ist. Ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, die dann denken, ja, aber mir ist auch nichts geschadet. Guck dir dein Leben an. Bist du wirklich glücklich und zufrieden? Fühlst du dich sicher in deinem Sein, so wie du bist? Bist du erfolgreich? Ist dein Leben wirklich schön?